Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Neckereien geschmeckt. Heute lassen wir uns verzaubern. Nur 15 Minuten von Heidelberg und 25 Kilometer von Mannheim entfernt liegt das zauberhafte Landgut Lingenthal. Hier kann man dem stressigen Stadtleben entfliehen und sich einfach mal kulinarisch verwöhnen lassen. Wir sind hier im zauberhaften Landgut Lingenthal. Welche Geschichte verbirgt sich hinter diesem Landgut? Ja, Lingenthal wurde im 13. Jahrhundert erstmals als römische Siedlung erwähnt. 1818 hat sich hier ein Kunsthistoriker niedergelassen und es als abgeschiedenes, sorgenfrei bezeichnet. Und ich finde, wenn man aus der Metropolregion hier auf den Berg nach Lingenthal fährt, befinden wir uns wirklich in einem kleinen Naturparadies mit unendlichen Möglichkeiten. Sie haben gesagt, alles ist möglich. Welche Möglichkeiten hat man im Landgut Lingenthal? Ja, Sie können den Tag beginnen mit einem leckeren Frühstück, mit selbstgebackenem Kuchen, leckerem Brot. Wir haben einen Biergarten, der ganztägig geöffnet ist, wo Sie herrlich am See sitzen können, regionale Speisen zu sich nehmen können. Wir haben jeden Tag unseren Küchenmichel geöffnet mit ganz leckeren Speisen und eine tolle Sushi-Bar, wo unser Sushi-Meister handgemachtes Sushi von Mittwoch bis Sonntag den Gästen kreiert. Uwe, ihr habt ja eine sehr vielseitige Küche. Auf was legt ihr besonderen Wert? Also das Hauptaugenmerk unserer Küche liegt natürlich in der Frische und der Regionalität der Produkte. Welche Speisen gibt es hier? Also wir versuchen vom Wurstsalat bis hin zu US Prime Beef über Sushi von unserem Sushi-Meister alles zu servieren, was die Saison bietet. Und was kochst du heute für uns? Heute kochen wir natürlich ganz klassisch unsere Gutsroulade und einen lauwarmen Spargelsalat mit einem Wolfsbarsch. Und zum Abschluss machen wir dann noch ein Schokoküchlein. Zu unserem Wolfsbarsch auf lauwarmem Spargelsalat empfehle ich euch unsere Cuvée auf gute Nachbarschaft. Zu unserer hausgemachten Gutsroulade empfehle ich euch den 2015er Pinot Noir von Oliver Zeder. Kann man bei Ihnen auch Veranstaltungen buchen? Ja, in unserer Eventscheune gibt es natürlich unendliche Möglichkeiten. Angefangen von Hochzeiten, von Firmen-Events, von eigenen Messen oder Ausstellungen. Es gibt von 50 bis zu 500 Personen wirklich Platz hier im ganzen Landgut. Organisieren Sie auch eigene Events? Da wir aus dem Catering-Bereich kommen, war mir das ganz, ganz wichtig, als ich das Landgut gekauft habe. Wir haben angefangen hier mit einem Weihnachtsmarkt, wir haben einen Jazz-Brunch organisiert, wir haben eine Hochzeitsmesse organisiert, wir hatten auch schon eine Afterwork-Party, Uwe Jansen hat hier gespielt und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ganz unterschiedliche Menschen hier zu unterschiedlichen Events ins Landgut finden. Frau Zentsch, vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank, dass Sie den Weg nach Lingenthal gefunden haben und zu Gast waren bei uns im zauberhaften Landgut. Und ich freue mich auf viele weitere Gäste hier in unserem kleinen Sorgenfrei. Im Landgut Lingenthal wird einiges geboten. Vom Frühstück der gehobenen Küche bis zu Sushi und Wein. Hier wird nicht nur gekocht, sondern auch gezaubert. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Dafür gibt's den Neckereien-Geschmeckt-Button. Das war eure Tina Wagner, immer auf der Suche nach etwas Geschmackvollem.